Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu The Escapist. Wo wir heute den ersten Ausbruchsversuch starten möchten. Ich werde das wieder so handhaben, daher ich das nicht so lange machen möchte. Ich werde jetzt den Tag ganz normal durchlaufen lassen und den Ausbruch versuchen. Die Sache ist die, sollte es schief gehen, warum auch immer mal wieder, werde ich versuchen, das andersweitig hinzubekommen. Also von der Sache her, und zwar indem ich, ihr habt richtig erraten, die Aufnahme einfach pausiere und sage, okay, das ist jetzt Stand der Dinge. Ne? Übrigens, was ich noch machen werde, das habe ich auch gesagt, sind ja die Errungenschaften. Sorry, das finde ich... Ich finde das hier immer blöd, wenn Steam das klein schiebt. Weil wir haben ja noch die mit Besuch empfangen. Da brauchen wir aber ein Gefängnis, wo auch eine Besuchsempfangshalle ist. Also wo wir Besucher empfangen können. Naja, nein. Bin und ich, wenn du mir das besorgst, Medizin. Ja. Das ist sogar das Leichteste. Wie gesagt, ich nehme zwar noch an, aber ich werde den Ausbruch heute versuchen. Also, diese drei Aufgaben werden wir nicht mehr abschließen können, wahrscheinlich. Aber ich nehme sie trotzdem an. Einfach aus Prinzip. Weil heute wird wirklich final der Ausbruchsversuch sein, einfach. Und das ist halt so die Thematik. Okay. So, jetzt sollte ich aber allerdings, bevor ich das vergesse, weil meine Intelligenz ist unter 100, es kann sein, dass irgendwas wirklich viel Intelligenz erfordert, also mehr als 92, dann will ich ja nicht blöd dastehen, in Anführungszeichen, deswegen. So. Ah ne, Moment, ich brauche noch einen Schraubenzieher. Moment, Moment, Moment. Ich brauche noch einen Schraubenzieher und was brauche ich noch? Und Draht. Genau, das darf ich nicht vergessen. Die zwei Sachen voll noch, weil es kann oben nämlich noch ein Gitter vor sein. Und das sollte ich vielleicht nicht unbedingt vergessen. Deswegen ganz schnell nochmal hier durch die Zellen gehen. Das hat man jetzt gemerkt. Ja, okay. Das war jetzt echt intelligent. Jetzt werde ich nämlich jetzt wieder hektisch dadurch. Okay, Draht, Draht. Ich bin voll auf Draht. Nein, okay. Höh! Ach komm, ich bin... Okay. So, ich muss flink sein bei solchen Sachen. Ah, kein Draht. Okay, es könnte noch dazu kommen, dass ich den Plan wieder verwerfen muss. Dann würde heute auch wieder ein normaler Part werden. Allerdings wieder mit 3 Tagen. Nur weil ich es halt nicht gemerkt habe, okay, Leute? Nur weil ich es nicht gemerkt habe, okay? Okay, jetzt muss ich drauf achten. Hier, klar. Da ist Draht. Moment. Kleber ist mir auch ganz gut immer. Ah, okay, Kleber geht aber nicht für die. Gut, das war abzusehen. Alter, haben die mich Dauer geschockt gerade allesamt. Okay, immerhin habe ich den Draht. Den Bohrmaschinen-Ding, das kriege ich halt aber nicht hier aus den Dingern. Na gut, dann nehme ich hier Feuerzeug. Und einmal das hier. So. Eine Büroklammer kann weg. So. Wer wollte Medizin?
Aaron. Dann kann ich das zumindest noch abschießen, ob man es glaubt oder nicht. Nee. Wall. Ach, warte. Nein. Nein. Was willst du? Nein. Dann gebe ich dir einfach aus Prinzip die Büroklammer. Ja. Da ist er. Der Schraubenschlüssel. Ja, muss ich wieder Toilette. Dann klappt das ja doch noch, Leute. Hätte jetzt nicht mit gerechnet, aber okay. Das war halt nämlich sicherheitshalber, brauche ich den. Prinzip. Hätte ich jetzt auch nicht mit gerechnet mehr. Nein. So, Freizeit. Nein! Oh Gott, ganz knapp. Aber ganz knapp. Warum waren denn jetzt. Nein, okay, egal. So. So, das passt jetzt ganz gut. Was hat er? Noch ein Draht. Yay. Nehme ich einfach aus dem Prinzip mit. Hab ich hier noch? Ja, okay. Ich brauche jetzt das. Das. Und das. Lege sie mir als normale Sachen hier hin. Weil dann fällt es nicht auf. So, geh jetzt Hofgang. Was steht an? Was steht an? Was steht an? Ach Gott, alles. Alles. Eigentlich alles. So, was? Ich belohne dich, wenn du mir das besorgst. Vielleicht. Ja, okay, komm. Haben wir schon dreimal dann. Nein. Morris, nein. Ich laber jeden schräg an. Ja, ja. Okay. Ich ziehe noch durch, bis ich über 50 raus bin. So. Abendessen und dann geht es jetzt auch gleich los. Eigentlich müsste ich schon wieder speichern, theoretisch gesehen. Fällt mir gerade mal auf. Verdammt. Aber nein, ich tue jetzt nicht speichern, ich tue jetzt. Das, was ich angesagt habe. Den Ausbruchsversuch starten. Ich muss halt nur bis 23 Uhr warten. Danach ist alles wurscht. Danach ist alles wurscht. So. Und weil ich Pech habe, habe ich Pech. Moment, warte. Hatte ich nicht gerade gesehen, dass er Feuerzeug hätte? Ah Mann, das passiert halt, wenn man mal zu schnell reagiert. Vorhin habe ich das Geld. Ne, ist trotzdem 50 Bereich. Ja, 75. Also 50er Bereich, wenn man gut befreundet ist und 75, wenn man nicht so gut befreundet ist. Weiß ich Bescheid. So, dann gucken wir mal. Eigentlich kann ja der Part bis zu 30 Minuten lang werden. Also einen zweiten Tag könnte ich sogar so oder so ranhängen, wenn es jetzt schief läuft. Wäre halt zwar schade, aber wäre nicht auszuschließen. So, ich lasse übrigens jetzt auch diesmal den Tisch an der Stelle, wo er steht. Das geht nämlich tatsächlich auch.
Ich glaube, ich brauche nur eine Batterie, ne? Genau. Huch. Ja gut, jetzt ist nochmal ganz kurz Alarm. Also das hat sich auch schon wieder direkt erübrigt. Alles gut. Ist alles gut. Oh, das willst du mir jetzt nicht erzählen, dass er jetzt hier drinnen bleibt, oder? Doch, will er mir erzählen. Oh Mann! Das kann's doch nicht. Guck mal, Leute, das kann's halt nicht sein. Er bringt nichts, ich muss schlafen. Weil der ist jetzt natürlich hier mit eingesperrt und anstatt dass rausgeht. Super. Der Tag gelaufen. Der Tag war gelaufen. So ne. Okay. Naja, dann kann ich ja mal hin nach den gesuchten Feuerzeugen suchen. Vorhin, das kann es echt nicht sein, dass ich da quasi mit dem in der Zelle hocke, weil der einfach sagt, so, ja, nee, ich bleibe jetzt hier drinne. Das ist halt auch so, boah, nein. Okay, dann würde ich sagen, ich mache jetzt noch eben schnell diesen Tag hier durch. Das wird nichts passieren, ich werde einfach nur den Tag jetzt durchstehen, mehr auch nicht. Und ein bisschen trainieren natürlich. Und diesmal versuchen zu vermeiden, dass mir jetzt einer auf Zimmer folgt. Von daher, kurze Aufnahmepause. Bis gleich. Also bis an der Stelle wieder. So. Also bis auf Sport und so weiter habe ich nicht viel gemacht. Was auch gut so ist. Weil jetzt kommt der Ausbruchsversuch. Gottes Willen. Jetzt heißt es aber natürlich erstmal bis 23 Uhr warten. So, achso, natürlich sollte ich mir schon mal den Draht hier wieder raus mitnehmen. Und sicherheitshalber eine Batterie. Ja, das dauert nur ein paar Sekunden. Ja, sicherheitshalber eine Batterie. Gut. Irgendwelche Knister. So, nee, ich habe nur mal eben schnell Chips gefuttert. Zum einen für Nervenberuhigung und zum anderen, weil ich Hunger habe. Ich muss mir gleich noch richtig was zum Essen machen.
Moment. So. Ich zittere, Leute. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Vor allem, wie ich da halt auch sehe, dass in meiner Zelle einfach nur so ein Bettpuppe-Ersatz liegt, ist halt auch immer so eine Sache dann. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Das wäre nämlich drastisch. Oh, Leute, ich bin nervös, okay? Lasst mich nervös sein. So. Oh. Habe ich jetzt einen Fehler gemacht? Fragezeichen, Ausrufezeichen? Okay, Leute, ich muss kurz nachgucken. Geht gleich weiter. Okay, ich habe nachgeguckt, Leute. Es kann sein, dass ich nochmal woanders hin muss. Weil es könnte nämlich angehen, dass ich mich gerade jetzt verhunzt habe. Eventuell. Also, ich bin schon durch die richtige Tür gegangen. Das ist hier schon richtig unten rum, die Tür. So, aber ich muss hier noch durch. Was ist hier drinne? Ja, ich lasse einmal Zahnpasta zurück. Oh, sehr schön. Nein! Moment! Kann ich? Nein, kann ich nicht. Kann ich hier mit? Nein! Oh, verdammt, Leute, ich brauche eine Schere. Und, glaube ich, auch eine Enterhaken. Oh nein! Tja, Ausbruchsversuch Nummer 1, Leute. Noch nicht gescheitert. Ich hab eine fucking Spitzhacke. Hallo? Aber es sind brüchige, ne? Könnte aber eigentlich egal sein. Warte, hier kommt keiner her, ne? Zumindest sehe ich hier bis jetzt keinen einzigen. Also. Ach so. Ja, gut. Einfach in der Hoffnung. Sonst muss ich echt gleich laden, Leute. Nein, geht nicht. Okay. Gut, dann habe ich mir verhunzt. Scheibenkleister, sowas von Scheibenkleister. So, warte, jetzt muss ich kurz nachgucken. Hab noch alles da. Gut. Werde aber ganz kurz hochgehen, denn. Nein. Will. Ganz kurz. Das hier zusammencraften. Zusammen mit dem hier.
Nein, nicht mit dem. Und wo ist er? Ja gut, wir können ja laden. Aber trotzdem, wo war das Gitter gerade hin? Ah, das war kaputt gegangen. Gut, dann jetzt ist die Gonzales mäßig. Nein, diese zwei Sachen. Warum vergesse ich das immer? Okay. Das, das. Das. Zusammen mit den zwei Sachen. Und wieder nicht. Warum? Warum? Weshalb? Wieso? Bin ich denn so dumm? Okay, dann diesmal mit Zahnpasta. So, und jetzt muss ich gucken, ich brauche eine Kneifschere, also so eine, na ihr wisst schon was, Schere. Oh Gott, okay. Super, das heißt, ich mache jetzt einen Schnelldurchlauf, dass ich das alles zusammenkriege, Leute. Und brauche auch noch was anderes. Ja, ich mache das schon im Schnelldurchlauf, Leute. Das heißt, ich mache ganz kurz noch mal einen kleinen Cut, hole mir jetzt noch die Sachen zusammen und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay? Kann es sein, dass hier ein, zwei Tage vergehen. Von daher würde ich sagen, bis gleich. Ach ja, und ich werde auch noch mal ganz kurz in dem Video reingucken, ob ich da noch was anderes brauche. Kleiner Zwischenstand. Die Zange habe ich schon mal. Jetzt brauche ich nur noch den Enterhaken. Dafür brauche ich jetzt noch zwei Brechstangen und dann habe ich das auch. Das heißt, ich muss mich jetzt darauf fokussieren, Aufgaben zu beenden. Unter anderem aber auch, ja, dafür so wenig wie möglich selber auszugeben, wenn ich da sage, okay, ich kann daraus den Gewinn ziehen. Und ich muss das Glück haben, dass jemand das verkauft oder halt in den Tischen sind, Brechstangen. Und das ist halt immer so, ja gut, hätte ich dran gedacht, gleich von Anfang an die mitzunehmen, hätte ich jetzt das Problem nicht. Bloß konnte ich das wissen? Eigentlich schon. Habe ich dran gedacht? Nein, natürlich hier nicht. So gut, ich muss einfach nur eigentlich warten, bis die Leute wieder gut auf mir zu sprechen sind und dann geht es auch weiter. Aber gut, dann wie gesagt, bis in einigen wenigen Minuten sollte ich das ja haben und von daher bis gleich. Kleiner, aber feiner Schlüsselstand. Ihr seht, was da alles auf dem Boden liegt. Das ist aus den ganzen Zellen, die in der Umgebung sind. Hinten konnte ich nicht mehr durchsuchen, dafür ist der Zeitplan zu stramm. Also ich habe die ganzen Tische hier in dem Bereich auf jeden Fall mal leer gemacht. Ich hoffe, dass ich jetzt bald diese verdammten Crowbars habe. Von daher, bis gleich. Okay, nochmal ein kleines Schlüssel-Update. Ich habe jetzt alle Sachen parat. Also eigentlich kann jetzt gleich, wenn der Tag gelaufen ist, stattfinden, der Ausbruch. Ich muss jetzt nur noch mal eben kurz sicher meine Indigens wieder voll pushen und dann heute Abend, also in 5 Stunden, in Game-Stunden geht's dann auch los mit dem Ausbruch. So, also von daher, ja, ich musste sehr viele Aufgaben erledigen, bin ich ehrlich, und ich musste ein paar Mal mich tasern lassen, weil ich hier natürlich nicht frei laufen darf. So. Nee, meine Zelle am besten. Das heißt, ich muss die Sachen kurz rausnehmen. Die beschädigten Sachen spiele ich runter. So. Ich bin ehrlich, ich will zumindest die Puppe kann ich drin lassen. Und das kurz zur Hand mal hochgebracht. Ich kann mir nämlich notfalls noch mal einen machen. Das werde ich dann auch kurz vorher machen. Wenn der Gitter nicht kaputt geht, kann ich den ja oben hinlegen. Wenn doch, dann habe ich ja zumindest ein Ersatzgitter, ne? Ey, komm, ich bin doch in der Tür gestanden. So, und einfach aus Prinzip trainiere ich jetzt nur noch hier mit. So, aber ich würde sagen, kurzer Cut, bis gleich.
So, jetzt haben wir den 30. Tag in Haft hier in dem Spiel. Also ich habe doch nochmal 3,5 Tage länger gebraucht, unter anderem wegen den einen Fehler, wo der, ja, Bertha nicht aus meiner Zelle ging. Aber hey, im Endeffekt, wir schaffen es ja jetzt. Ich habe sicherheitshalber Draht mit, ich weiß nicht, ob ich den oben habe. Notfalls kann ich die aber beiseite legen. Was ich aber jetzt echt mal sicherheitshalber mache, einfach aus Prinzip und einfach der Gefahr zu schulden, dass es sein kann, dass ich gleich das Gitter breake, mir schnell nochmal ein neues Gitter craften. So. Falls nämlich das eine kaputt geht, was gut und gerne mal passieren kann, will ich ja vorbereitet sein. Ach ja, und natürlich wieder ganz wichtig, wir warten bis 23 Uhr. So. Ich sollte besser sortieren, warte mal. Das auf 2. Ja, und das andere wird auf 3. Also dann halt 1, 2, hoch 3. Okay, das passt. Damit ich halt nichts versemmeln mehr, Leute, okay? So, letzter Wert, der hier noch längs latscht. Sorry. Okay, noch einmal. Und noch einer. Und jetzt ist 23 Uhr. So, das hier brauche ich. Das kann ich ablegen. Das und die Batterie brauche ich. Mach das da raus. Das und das brauche ich. Das kann ich ablegen. Das und das brauche ich. Dafür aber. Ne, halt. Nein. Das hätte mein Plan jetzt eben zunichte machen können. Klebeband. Das sei nochmal nicht. Wenn ich nervös werde, ne? So, Moment. Das kommt auf 1. Das kommt auf 2. Das kommt auf 4, weil es relativ spät vorkommt. Die Zange. Ja, und das war's dann. So. So. Hoffnung und so, ihr wisst es ja. So, jetzt Speedy Gonzales-mäßig dahin. Sprich mit anderen Worten, keine Unterbrechung mehr. Ich latsche hier aber auch gerade keine rum. So. Alles mit den Gitter, das war jetzt echt blöd. Hätte das jetzt nochmal dafür gesorgt, dass ich erwischt werde, dann wäre ich aber richtig sauer geworden, Leute. Dann wäre ich aber richtig sauer geworden. So. Dann müssen wir hier hin, hier hin. Hier hoch. Hier hoch. Hier durch. Oh, komm schon. Einfach aus Prinzip werde ich gleich mal gucken, was da in der Kiste ist. Eine Pfeile. Okay. Jetzt, ah, okay. Wir haben es geschafft, Leute. Sind nur noch wenige Sekunden, dann sind wir frei. Wir haben es geschafft.
ging noch eins, wir haben es geschafft, Leute. Der Escapist, die Augen scharf gekriegt. Spielewert 137. Durchschnittliche Wärme, keine Ahnung, 51%. Spielerruf 1274. Gute Führung 2000. Schlechte Führung 910. Benötigter Bonus, nein. Effizienz, nein. Nicht vorhanden, beides nicht vorhanden. Aber wir haben es, verdammt noch eins geschafft. Aber man sieht, wenn man weiß, was man zu tun hat, kann man es eigentlich sogar innerhalb von 7 Tagen schaffen. Man muss halt nur sehr riskant spielen und dann schafft man es auch. So, das war es jetzt von der Escapist tatsächlich. Wir haben alle normalen Maps geschafft. Was jetzt heißt, die Bonus-Maps verbleiben nur noch. Wo natürlich die hier, also die noch versperrt sind, entweder dadurch versperrt sind, weil ich das DLC-Kram nicht besitze, oder weil ich noch nicht alles durchgespielt habe, alles andere. Und natürlich von euch eine Map. Aber, und das sage ich jetzt nochmal, der Escapist ist jetzt vorerst erstmal durch. Ganz wichtig zu sagen. Wenn es weitergeht, dann halt, weil ich jetzt mal wieder Lust gefunden habe, das Spiel zu spielen. Aber jetzt ist erstmal ein anderes Spiel dran, okay? Somit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich fürs Dranbleiben. Es kommt noch ein Part, ihr wisst das ja, mit den Besuchern, die Augenschaft noch abzufrühstücken. Aber dann ab nächster Woche tatsächlich, ab nächster Woche startet ein neues Projekt. Von daher bleibt mir nichts mehr zu sagen, außer danke fürs Zuschauen, danke fürs Dranbleiben. Und ich würde sagen, wir sehen und hören uns einfach beim nächsten Mal wieder. Von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Saus, haut rein und ciao.